habe jetzt seit, ja, seit über 25 Jahren tatsächlich, habe ich jetzt mehr oder weniger jeden Tag Spielkarten in der Hand. Ja, so. Manchmal auch nachts. Ja. Es hat auch eine gewisse Tragik, ich bin mir dessen bewusst. Aber ich habe gemerkt, wenn man sich so intensiv mit den Karten beschäftigt und die den ganzen Tag so in der Hand hat, also es passieren zwei Dinge. Ja. Erstens, man wird so ein bisschen komisch. Ja? Ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat. Ja, super, Claudia, dass man es jetzt so deutlich hat. Aber vor allem, man entwickelt auch so eine Art untrügliches Gespür für die Karten. Fast so ein übersinnliches Gefühl. Ich gebe mal ein Beispiel. Also in einem Pokerblatt, das sind immer 52 Karten. Ja? Nochmal mischen. Und wir probieren das mal vielleicht, Joachim. Oder wir fangen mal hier an, Ladies first. Brigitte, wenn du mir mal so ein bisschen mehr als die Hälfte der Karten einfach mal auf meine Hand legst, okay? Und das ist nämlich erstaunlich. In dem Moment, Leute, in dem Moment, wo die Karten hier so meine Hand berühren, genau, da weiß ich, von den 52 sind hier genau 32 Karten. Nicht schlecht, oder? Gut, also wir müssen vielleicht mal nachzählen, ne? Weil ich gebe dir die. Brigitte, da kannst du die so rüberschieben, so eins, zwei, drei, eine nach der anderen vorsichtig und ein bisschen für dich zählen. Und ich sag mal so, wenn das jetzt eine Karte mehr ist, also 33, nicht so gut. Eine weniger ist, also 32, nee, 31, auch nicht so gut. Aber wenn es genau 32 Karten sind, dann spontaner, enthusiastischer Beifall. Ja? Okay, jetzt sind wir laut. 29, 30, 31, 32. Das Gute ist, das geht auch in die andere Richtung. Also, was weiß ich, ich habe gemerkt, wenn jemand sagt, ich hätte gern zum Beispiel 11 Karten oder so, ja, und ich würde dann abheben, dann ist es immer automatisch genau diese Zahl. Ja? Jedes, das ist, ich kann da gar nicht, das ist wie so ein Fluch. Ja? Ich kann nichts dagegen machen. Dann ist es, was habe ich gesagt? 11, genau. Das sind 11. Ja? Weil ich 11 gesagt habe, sind es 11 Karten. Das ist immer so, jedes Mal. Ja? Du glaubst mir auch keinen. Na gut, das war jetzt nur Beispiel. Warte, mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja genau, aber war nur Beispiel. Also ich wollte es nur mal sehen. Ja, und hab dann halt lange überlegt, was ist es und so. Und ja, mein Arzt war sich auch nicht so sicher jetzt. Und dann habe ich gedacht, aha, vielleicht weiß das so mein Körper am Gewicht. Ja? Also zum Beispiel eine Karte, ne, so eine Karte wiegt ungefähr 2 Gramm vielleicht. Und vielleicht kann ich das dann unbewusst rechnen. Also ich merke dann, aha, 40 Gramm, logisch, zack, sind 20 Gramm. Ne? Aber das ist es gar nicht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir machen das mal so. Brigitta, vielleicht könntest du mal ein bisschen weniger als die Hälfte der Karten nehmen. Nimm mal so ein Drittel oder ein Viertel, einfach so ein Päckchen. Und ich fasse die Karten diesmal nicht an. Okay? Also nimm die Karten so ganz zu dir. Okay? Und jetzt machen wir es so, ich nehme von dem Rest einfach auch ein paar Karten, so, und ich versuche jetzt ein Gleichgewicht herzustellen, aber ohne die zu berühren, zwischen diesen Karten und diesen Karten. Okay? Nimm die ruhig an dich, halt gut fest, und jetzt muss ich mal schauen, mal fühlen, erstmal wie viele du hast, warte mal, so, okay, mal schauen, das, ja, genau, es sind so 20 und hier, naja, das ist mehr, kann man merken, ne, oder? Das ist, man sieht es auch. Also ich bin auch vage als Sternzeichen, ne? Vielleicht liegt es auch da. Gut, aber jedenfalls, ich nehme hier ein paar weniger. Einfach hier so ein paar Karten mal weg. Mal so gucken, warte mal. Ah, nee, das ist noch ein bisschen, warte mal, ist schon nah dran, aber ich fange mal. Ah, perfekt. Ja, genau. Jetzt haben wir ein Gleichgewicht. Pass auf, ich gebe dir die mal. Und könnt ihr die Karten einfach mal so verdeckt in der Hand halten und dann einzeln so offen zählen. So 1, 2, 3 und so weiter. Und zwar gleichzeitig. Ja? Wir probieren das und bitte. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und beide. Vielen Dank. Ah, das ist super. Das ist also, ja.
Wobei ich hab auch gemerkt, es kommt irgendwann so der Punkt, da wird es einem selber so ein bisschen unheimlich. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich es erklären? Ja, das ist wie wenn ein Bauchredner anfängt, über die Witze seiner eigenen Puppe zu lachen. Ja, da muss man sich so ein bisschen Sorgen machen. Und so ähnlich ist hier auch, weil ich glaube, ich kann manchmal schon sagen, wie viele Karten jemand abhebt, bevor er abhebt. Ja, so je nach Typ. Ja, also ich komme aus Frankfurt und sitze dann manchmal so auf der Zeile, also die große Einkaufsstraße, sitze ich im Café und so, sehe die Leute so vorüberziehen und dann sehe ich die und so 17, 34, so sehe ich. Also zum Beispiel, ich frage mal so, hier vorne, wir kennen uns nur so ein bisschen von vorne, wie ist denn der Vorname? Egon, okay. Jetzt muss ich mal gucken, Egon, was du so für ein Abhebetyp bist. Ja, okay, jetzt ist klar. Hast du so gelächelt? Das ist super, jetzt weiß ich, wie viele Karten du abheben würdest, glaube ich. Das Problem ist nur, Egon, wenn ich dir jetzt genau sage, wie viele Karten du nehmen würdest, das ist gar nicht so, das ist, als würde man sein Schicksal schon vorher wissen. Da ist man nicht mehr so unvoreingenommen. Deshalb, wir machen es so, ich könnte es aufschreiben. Oder nee, pass auf, genau. Egon, ich nehme einfach mal aus dem Spiel 3 Karten raus, aber so maßgeschneidert für dich. Und Brigitte, da kannst du schon mal mit reingucken, also zum Beispiel, ja, die hier, genau, das ist relativ klar, ne, dass die passt. Da kann selbst der Laie kann sehen, dass die Karte für Egon, genau. Oder wenn ich bei denen hier, die oder die, Egon, wenn du abhebst, ne, mit der rechten Hand oder mit der linken Hand? Mit links. Ah, dann ist die. No, klar, weil Leute, die mit rechts abheben, sind völlig andere Typen. Ja, okay. Und die Idee ist jetzt so, Egon, wenn wir diese 3 Karten zusammenzählen, ja, also wie bei Blackjack, ne, kennt ihr, wenn man die Werte alle addiert, ja, dann muss die Summe von den 3 muss genau so viel sein, Egon, wie du abhebst. Okay? Ich probiere es einfach mal. Die packen wir hier hin, der Rest ist für dich. Nimm dir mal so ungefähr die Hälfte weg. Mehr möchte ich gar nicht verraten, ja, aber mal so nach Gefühl. Nimm die richtig an dich. Das sind fast bis jetzt, ist okay. Ne, wie du magst, das ist okay. Aber Egon, das soll jetzt wirklich präzise sein. Deshalb, du hast jetzt 3 Möglichkeiten. Du musst noch eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, ja, passt, ne, so fühlt sich okay an. Oder du kannst sagen, ja, das ist schon ganz gut, aber ich nehme lieber noch vielleicht eine dazu, dann würde ich dir noch eine geben. Oder du kannst sagen, naja, es ist schon fast gut, aber ein bisschen zu viel. Und dann kannst du vielleicht eine wieder zurückgeben. Wie entscheidest du dich? Ich gebe eine zurück. Eine, das ist ungewöhnlich. Na gut, dann bitte, dann eine weniger. Warum nicht? Also bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also vom Typ hätte ich so gedacht, so 28 vielleicht, aber naja. Egon, wenn du jetzt selber raten müsstest, du wüsstest wahrscheinlich auch nicht, wie viele Karten hast, oder? Man müsste halt schätzen oder so. Aber ich habe mich festgelegt. Vielleicht darf ich dir die kurz geben. Ihr habt ja schon gesehen. Aber kannst du mir mal die erste Karte geben? Dann zeige ich es kurz den anderen. Da haben wir das Ass, ja, Ass 11, wie beim Blackjack. Wie gesagt, 11 plus 9 sind, warte mal, sag nichts, 20. 20, okay. 20 und natürlich eben genau die 8, weil ich habe eben gedacht, so 28. Ja, du hast schon gesehen, 28. Die Frage ist jetzt, Egon, hast du jetzt auch tatsächlich genau 28 Karten in der Hand? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen hier ranrücken und dir dann so eine nach der anderen, so 1, 2, 3 und so weiter, einfach zählen, so schnell du kannst, und dann zählen wir alle mit. Ja? Guck mal, wie nah wir rangekommen sind. Zähl mal laut. Wo sind wir? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28 Karten. Leute, die 28 abheben, sind auch super Typen. Ja, ich habe neulich einen, der hat 29 gemacht, total unangenehm. Gut, dass du nochmal eingebildet hast.